Bis zum Ende des Jahres 2030 wird eine künstliche Intelligenz geschaffen, die den Menschen übertrifft. Und das wird einen sehr schnellen wissenschaftlichen Fortschritt verursachen, sagt der Prognostiker Ray Kurzweil, der auch der CTO von Google ist. Ihm zufolge werden wir in der Lage sein, wirklich verrückte Dinge zu tun, wenn es darum geht, Computerchips in Menschen einzubauen. Zum Beispiel, wenn irgendeine Krankheit entdeckt wird, wird der Chip uns einen Alarm geben und wir können uns mit Covid-Varianten schon sehr früh beschäftigen. Wir werden nicht mehr in Schulen und Universitäten lernen müssen, weil wir alles in einem Augenblick lernen können. Dank der schnellen Funktionsweise eines Chips, der Informationen findet und sie in weniger als einer Sekunde in unser Gehirn liefert. Alles, was du in diesem Video lernen wirst, basiert auf Kurzweils Vorhersagen. Dieser Mann ist ein Genie auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Vorhersage. Er machte 115 völlig korrekte Vorhersagen von 147 und die Genauigkeit seiner Vorhersagen liegt bei 86%. Laut Ray werden die Menschen also sofort, nachdem ihnen Chips in den Kopf implantiert wurden, dank ihres neuen Cyberkörpers unendliche Möglichkeiten haben. Das neuronale Netzwerk wird individuelle Organe und Körperteile erschaffen, die besser sein werden als die menschlichen. So wird sich unsere Lebensspanne erhöhen. Dank des Chips können wir unseren Körper modifizieren und ihn so gestalten, wie wir wollen. Erinnerst du dich an den Film Matrix? Wir können solche Welten erschaffen, indem wir einfach auf der Couch in unserem Wohnzimmer liegen und The Chosen One oder God mit unseren Freunden spielen. Vielleicht werden wir sogar die Möglichkeit bekommen, durch die Träume anderer Menschen zu reisen, wie im Film Inception. Während unser Körper in der realen Welt unter einer warmen Decke liegt und Roboter werden ständig die Arbeit für uns erledigen. Die Menschheit wird eine Verbrechensrate von 0% erreichen, weil jeder Dieb durch das Auffinden seines Chips identifiziert werden kann. Und die Polizei wird nicht einmal Waffen einsetzen müssen, um sie zu neutralisieren, weil dies auf einer Entfernung von Millionen von Kilometern geschehen kann, indem man mit dem Chip den Befehl gibt, eine elektrische Ladung in den Körper des Verbrechers zu schicken, kann die Polizei ihn lähmen und dann ohne Schüsse oder Verletzte festnehmen. Mit solch einer schnellen Entwicklung auf dem Gebiet der Wissenschaft werden die Menschen in den ersten 5 Jahren nach der Erschaffung des neuronalen Netzwerks in der Lage sein, andere Planeten zu kolonisieren und sie in Lebenszonen umzuwandeln. Darüber hinaus wird die Menschheit ein ideales Gleichgewicht bei der Verteilung der Ressourcen erreichen. Das neuronale Netzwerk wird die Menge an Nahrung, Strom, Wasser und allem anderen, was pro Person benötigt wird, berechnen und wir werden in maximalem Wohlstand leben. Das Konzept der Armut wird nur noch eine Erinnerung aus unserer Vergangenheit sein. Klingt wie das Ideal des Kommunismus. Apropos Politik, internationale Beziehungen werden viel einfacher werden. Das neuronale Netzwerk wird die Führer der Länder zu den bequemsten Verhandlungsbedingungen bringen und es wird keine Konflikte mehr zwischen den Staaten geben. Und wenn die Länder ihre Territorien vereinen, dann werden wir beginnen, in einem Land nach einem gemeinsamen Satz von Gesetzen zu leben. Aber es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Natürlich ist eine große Kehrseite der Chips in unserem Gehirn die Werbung. Die Konzerne werden ihre Ressourcen ausgeben, um ihr Produkt in unseren Köpfen zu bewerben. Die Werbung wird für jedes Individuum maßgeschneidert sein, je nachdem, wo es lebt, welche Vorlieben und Interessen es hat. In Momenten, in denen wir empfänglicher für Werbung werden, wird der Chip spezielle Impulse an bestimmte Bereiche des Gehirns aussenden und uns die Werbung anzeigen. Aber das ist noch nicht alles. Der Chip wird eins mit dir werden, im Gegenzug wird auch deine Vergangenheit zum Eigentum des Hauptservers. Wovon du das letzte Mal krank geworden bist, welche Art von Sex du magst, warum du für einen bestimmten Kandidaten stimmst und die peinliche und beschämende Erinnerung aus deiner Kindheit, die werden alle nicht mehr geheim bleiben. Das Leben wird aufhören, intim zu sein, denn jede Information wird auf dem Server aufgezeichnet, wo der Ersteller des Chips sie nutzen kann. Und es ist auch möglich, dass der Chip gehackt wird und betrügerische Hacker auf alle Informationen über eine Person und ihre Handlungen zugreifen kann, was zu einer unglaublichen Menge an Erpressung führen wird. Aber die Schattenseiten hören damit nicht auf. Arbeit wird das Privileg der Elite werden. Um einen Platz in irgendeinem Unternehmen zu ergattern, wirst du einen harten Wettbewerb aushalten müssen.
denn die meiste Arbeit wird von Robotern erledigt und freie Stellen werden eine riesige Anzahl von Menschen anziehen. Außerdem wird es vielleicht leichter sein, deinen Job zu verlieren, denn die Chips und ihr System werden sehr schnell aktualisiert und neue Versionen werden so schnell herauskommen wie neue iPhones. Egal wie gut du deinen Job machst, der Vorteil wird bei deinen Konkurrenten liegen, die neue Version des Chips erhalten. Wenn sie versuchen, die gesamte Menschheit zu chippen, dann wird es diejenigen geben, die sich dagegen wehren werden. Die Welt wird sich in zwei Fraktionen spalten. Diejenigen, die das Chippen unterstützen und diejenigen, die sich dagegen wehren. Stell dir Rassismus vor. Aber es wird darum gehen, ob du einen Chip im Kopf hast, die Begriffe Chipophobe, Chipophile und andere positive oder negative Begriffe zu diesem Thema werden auftauchen. Vor kurzem wurde auf einer Konferenz von Elon Musk bekannt gegeben, dass ein von seiner Firma Neuralink entwickelter Chip erfolgreich in das Gehirn eines Schweins implantiert wurde, ohne dessen Gesundheit zu schaden. Laut Musk wird diese Entwicklung Menschen helfen, die an Erkrankungen des Gehirns oder des Rückenmarks leiden. In der Zukunft wird dieser Chip verbessert und seine Fähigkeiten werden erweitert. Aber bis jetzt hat er noch nicht einmal die Hälfte der Funktionen, die die endgültige Version des Chips von Ray Kurzweil vorhergesagt hat. Aber neben dem Neuralink gibt es noch andere Entwicklungen, zum Beispiel BrainGate, das sogenannte Gehirnimplantat von CyberKinetics. Es ist ein chipähnlicher Mechanismus, der helfen kann, Gliedmaßen oder andere Körperfunktionen zu steuern. So können sich Menschen, die Probleme mit der Mobilität haben, endlich frei bewegen. Noch weitergehend hat die Firma Nielsen eine Methode patentiert, die mithilfe von Gehirnimpulsen herausfindet, was eine Person über ein Produkt oder eine Werbung denkt und so das Konsumentenverhalten untersucht. Microsoft hat bereits ein Patent für eine Technologie, die die Bereitschaft eines Nutzers, Werbung zu empfangen, messen kann. Und in der Zukunft werden uns die neuen Silizium-Chips, die in Zusammenarbeit mit dem National Research Council, NRC, von Kanada entwickelt wurden, dabei helfen zu verstehen, wie Gehirnzellen unter normalen Bedingungen arbeiten, was uns wiederum ein Verständnis für die Ursachen von psychischen Krankheiten und menschlichen Vorlieben geben wird. Niemand versteht, zu was diese Entwicklungen führen werden. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich mir einen Chip in mein Gehirn implantieren lassen möchte. Ich denke, wenn Elon Musk sich als erster seine Erfindung in den Kopf implantieren würde, wäre das die beste Werbung für sein Produkt. Was denkst du darüber? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Aber vorher solltest du dir folgende Sache bewusst machen. Laut Elon Musk sind die Menschen bereits zu Cyborgs geworden. Wir bewegen uns in maschinellen Systemen, kommunizieren über mobile Geräte. Und jedes Jahr werden uns mehr und mehr Handlungen von vorgefertigten Geräten abgenommen. Die Entwicklung von Neurochips und biologischen Nanorobotern wird uns helfen, alle Mechanismen zur Hand zu haben. Du brauchst keinen separaten Computer mehr. Dein Gehirn wird selbst zu einem Computer werden. Ein cooles Exoskelett wird die Notwendigkeit ersetzen, jedes Jahr neue Turnschuhe zu kaufen. Wenn du das für eine unwissenschaftliche Fantasie hältst, dann klick auf das nächste Video. Und in 10 Minuten wird dir klar, wie Elon Musk plant, das Gehirn und den Computer zu kombinieren. In der Zwischenzeit werde ich mit meinen in die Jahre gekommenen normalen menschlichen Beinen spazieren gehen und über das nächste Video nachdenken.